Ich darf von meiner Seite aus uns alle auch nochmal begrüßen, herzlich willkommen heißen, auch Gäste, die vielleicht unter uns sind. Wir sind ja als Gemeinde in diesem Jahr unterwegs, einmal dieses ganze Buch Josua zu erforschen und zu sehen, welche Botschaft darin liegt, auch für unser persönliches Leben und auch für uns als Gemeinde. Es ist ein spannendes Buch voller Ermutigung. Und heute sind wir bei Kapitel 3. Ich möchte uns dieses Kapitel lesen. Ich mache das heute einmal aus der Bruns-Übersetzung. Die lässt sich ganz flüssig lesen. Das ist auch gut, kann man auch gut zuhören. Und wem es möglich ist, kann dazu gerne aufstehen. Es ist kein Muss, aber ich finde das sehr gut, wenn wir auch aus Ehrfurcht und Dankbarkeit das Wort aufnehmen. Vater, und wir beten, dass du auch an diesem Morgen Gnade gibst zum Reden und zum Hören. In der Frühe des nächsten Tages machte sich Josua mit allen Israeliten auf. Sie zogen von Schittim weg und kamen in den Jordan, an den Jordan. Dort blieben sie über Nacht, bevor sie hinüberzogen. Nach 3 Tagen gingen die Hauptleute durch das ganze Lager und geboten dem Volk, wenn ihr die von den levitischen Priestern getragene Bundeslade des Herrn eures Gottes sehen werdet, dann brecht auf von eurem Standort und folgt ihr. Aber es muss ein Abstand von etwa 2000 Ellen bleiben. Das ist knapp 1 Kilometer zwischen euch und ihr. Ihr dürft nicht zu nahe kommen und damit sollt ihr wissen, welchen Weg ihr gehen könnt. Denn diesen Weg seid ihr früher nie gegangen. Josua sagte dann zum Volk, heiligt euch, denn morgen wird der Herr unter euch Wunder tun. Zu den Priestern aber sagte er, hebt die Bundeslade auf, geht vor den Leuten her. Da nahmen sie die Bundeslade und zogen vor dem Volk her. Und der Herr sagte zu Josua, heute will ich anfangen, dich vor dem ganzen Israel auszuzeichnen. Sie sollen erkennen, dass ich mit dir bin, wie ich mit Mose gewesen bin. Du aber befiehl den Priestern, die Bundeslade zu tragen, die zu tragen haben, bleibt stehen, sobald ihr an das Ufer des Jordans kommt. Zu den Israeliten aber sagte Josua, kommt näher heran und hört diese Worte des Herrn eures Gottes. Und Josua sprach, daran sollt ihr erkennen, dass ein lebendiger Gott in eurer Mitte ist. Er wird die Kanaaniter, Hethiter, Hiviter, Perisiter, Girgashiter, Amoriter, Jebusiter, gewiss vor euch hertreiben. Seht die Lade des Herrn eures Gottes, des Herrn der ganzen Erde, wird vor euch durch den Jordan hindurchgehen. Wählt unter euch 12 Männer aus den Stämmen Israels, und zwar aus jedem Stamm einen Mann. Wenn dann die Fußsohlen der Priester, die die Lade unseres Gottes, des Herrn der ganzen Erde zu tragen haben, in das Jordanwasser treten, dann wird das Wasser sich trennen. Das Wasser, das von oben herunterfließt, wird stehen bleiben wie ein Damm. Als das Volk nun aufbrach aus seinen Zelten, um über den Jordan zu gehen, befanden sich die Priester als Träger der Bundeslade ganz an der Spitze des Volkes. Als dann die Träger an den Fluss kamen, tauchten sie ihre Füße in das Wasser, das der Jordan pflegt,
pflegte aber die ganze Erntezeit hindurch über seine Ufer zu treten. Da blieb das Wasser, das von oben herunterkam, stehen. Es staute sich wie ein einziger Damm in weiter Entfernung von der Stadt Adam, die seitwärts von Zaretan liegt. Das Wasser aber, das zum Salzmeer hinunterfließt, verlief sich völlig. So ging das Volk Jericho gegenüber durch den Jordan. Die Priester aber, die die Lade trugen, standen mitten im Jordan still, auf trockenem Boden, und das Volk ging hindurch trockenen Fußes. Sie blieben stehen, bis alles Volk den Fluss völlig überquert hatte. Bis dahin mal. Auf diesen Tag hatte das Volk Israel gute 40 Jahre lang gehofft und gewartet. Aus der Sklaverei in Ägypten herausgeführt, durch die trostlose Wüste hindurch, dachten sie mit brennender Sehnsucht nur an das eine: Heimat, Ruhe und Geborgenheit. Und dann kam der Tag, von dem sie immer sprachen und von dem Gott sagte: Nehmt das Land ein, das euch der Herr, euer Gott, geben wird. Das haben wir ja aus Josua 1, Vers 11 schon mehrfach gehört. Nehmt das Land ein, das euch der Herr, euer Gott, geben wird. Ihr Lieben, an Gott ist es zu geben, wir haben zu nehmen. Und nun standen sie am Jordan, kurz vor dem Ziel, doch heftige Regenfälle zu dieser Jahreszeit machten den reißenden Fluss zu einem unpassierbaren Hindernis. Man mag sagen, ja, wo ein Wille ist, ist auch ein Weg, aber es war wirklich nicht zum Hinüberkommen. Der Jordan war mächtig über die Ufer getreten. Brücken gab es keine. Ein ganzes Volk stand vor einer unlösbaren Aufgabe. Ich habe mal auch in meiner Vorbereitung nachgedacht, wir hören immer diesen Begriff Volk und Volk Israel. Und ich habe versucht, mir mal vorzustellen, und von Historikern wissen wir, dass zu jener Zeit das Volk Israel ungefähr, das waren 2 Millionen Menschen, Männer, Frauen, Kinder. Lindau hat eine Einwohnerzahl von 25.000. Ich habe das gestern noch mal schnell recherchiert. 2 Millionen durch 25.000, wer kann schnell rechnen? 80, richtig. Meine Frau kann gut Kopf rechnen. Viel besser als ich. Stellt euch mal vor, weil wir hören immer so eine abstrakte Zahl. 2 Millionen kann man sich gar nicht vorstellen. Die Menschen, 80 mal Lindau. 80 mal. Ich habe gestern immer versucht, mir das vorzustellen. Wie groß ist das gewesen? Männer, Frauen, Kinder mit Kind und Kegel. Ein ganzes Volk stand, diese 2 Millionen Menschen, vor einer unlösbaren Aufgabe. Vielleicht sogar enttäuscht, wie um das Ziel betrogen, standen sie am Ufer, und jetzt endet alles in einer Sackgasse. So ähnlich muss es den Jüngern ergangen sein. Ich will einmal ein anderes Bild uns geben. Als Jesus die Idee hatte und dann auch den Befehl gab, über den See Genezareth zu rudern. Ich denke, ich lese es doch kurz vor.
Man hat es vielleicht oft gehört in Markus 4. Es sind nur einige Verse. Ab Vers 35. Am Abend jenen Tages sagte Jesus zu ihnen, zu den Jüngern, lasst uns ans andere Ufer hinüberfahren. Sie ließen das Volk gehen und nahmen ihn im Schiff mit. Es waren noch andere Schiffe da. Da kam ein Sturm auf. Die Wellen schlugen in das Schiff, sodass es sich mit Wasser füllte. Jesus aber schlief im hinteren Teil des Schiffes auf einem Kissen. Da weckten sie ihn und sagten, Meister, ist es dir gleichgültig, dass wir untergehen? Da stand er auf, bedrohte den Wind und befahl dem Meer, schweig und verstumme. Und der Wind legte sich und es wurde ganz still. Da sagte er zu ihnen, warum seid ihr so ängstlich? Habt ihr kein Vertrauen? Dieser Sturm war so mächtig, dass selbst die Jünger, und es sind ja einige dabei gewesen, erfahrene Seeleute, um ihr Leben bangten. Alles endet wie in einer Sackgasse. Warum konnte Jesus in diesem schwankenden Kahn auf einem Kissen schlafen? Ich habe mir lange mal Gedanken darüber gemacht. Ich glaube, es war nicht Erschöpfung. Ich denke, Jesus war allezeit geborgen in seinem Vater. Aber die Jünger fühlten sich wie in einer Sackgasse. Könnt ihr euch vorstellen, wie Jesus in diesem Kahn sich aufrichtet und seine machtvollen Worte in den gewaltigen Sturm hineinspricht? Sackgasse. Ich will uns ein anderes Bild sagen. An unsere Senioren, das haben wir kürzlich da schon einmal, habt ihr von mir gehört. Aber ich denke, es passt ganz gut in diese Botschaft hinein heute Morgen. Ein Soldat kam während des Zweiten Weltkrieges in russische Gefangenschaft. Ihr könnt euch vorstellen, dass das kein Wellnesshotel war. Zwangsarbeit, raue Behandlung, schlechte Ernährung, all das zermürbten ihn. Und jeder einzelne Tag wurde zu einer Qual, die Belastung wurde immer größer, seine Kraft immer kleiner. Angst und Verzweiflung legten sich auf ihn und er fragte sich an jedem Tag, werde ich das überleben? Komme ich hier lebend raus? Und dann kamen Tage, wo sich suizidale Gedanken, Selbstmord, schien ein Ausweg zu sein. Im Lager gab es das Gerücht, ganz einfach, du rennst auf den Stacheldraht, der dieses ganze Lager umgibt, zu, so als wolltest du fliehen. Und in wenigen Augenblicken werden die Wachposten dich erschießen. Ein schneller Tod. Und tatsächlich, dann kam der Tag, gesagt, getan. Oder besser gedacht, getan. Ein kalter, windiger Wintertag.
Der Entschluss, der in seinem Herzen gereift war, sollte umgesetzt werden. Und dann ging er zunächst mit kleinen Schritten, noch etwas langsam, auf diesen Stacheldraht zu. Sein Herz schlug ihm bis an den Hals, denn er war sich gewiss, dies werden die letzten Sekunden, vielleicht Minuten meines Lebens sein. Die Schritte wurden immer schneller, er entfernte sich von seinem Bataillon und dann fing er an zu laufen. Es war ein kalter, windiger Wintertag. Und im Laufen passiert plötzlich, dass ihm ein kleines Blatt Papier entgegenfliegt und sich hier an seine Brust festsetzt. Und dann ist er langsamer gegangen und nimmt dieses Blatt und sieht, dass es ein leichtes Blatt Papier aus dem Militärgesangbuch ist. Und dann liest er diese Worte. Befiehl du deine Wege und was dein Herz kränkt, der allertreuesten Pflege des, der den Himmel lenkt, der Wolken, Luft und Winden gibt Wege, Lauf und Bahn. Der wird auch Wege finden, da dein Fuß gehen kann. Und dann, so erzählt dieser Soldat später, dann kam ein Gebet in mein Herz. Er blieb stehen und sagte, Herr, wenn das wahr ist, dass du Wege hast, dann zeige mir einen Weg hier heraus und mein Leben gehört dir. Und tatsächlich, Gott fand einen Weg und brachte den Soldaten wieder nach Hause. Und dort erzählte er immer und immer wieder von diesem Erlebnis. Es wurde aufgeschrieben. Wisst ihr, ihr Lieben, Menschen kommen an ihre Grenzen, manchmal auch in tiefe Verzweiflung. Es scheint keinen Ausweg zu geben. Sackgasse. Das ist meine Hauptbotschaft heute Morgen und die Botschaft aus Josua 3. Gott hat immer einen Weg. Gott hat immer einen Weg für dich und für mich. Niemals ist er mit seinen Möglichkeiten am Ende. Für jeden und alles gibt es einen Weg. Wollen wir ihm das zutrauen? Weiß ich den Weg auch nicht, du weißt ihn wohl. Psalm 37, Vers 5. Und in Vers 4 haben wir gelesen bei Josua 3, da sagt Gott ja, damit ihr den Weg wisst, auf den ihr gehen sollt. Denn diesen Weg seid ihr bisher noch nicht gegangen. Ich fand es spannend. Ich hatte mal jetzt auch in der Vorbereitung mir in der Konkordanz geguckt. Bibelworte zu diesem Thema, wo findet man dieses Wort Weg? Wir haben heute Morgen sogar ein Lied davon gesungen. Wo finden wir das? Ich sage uns mal nicht alle, die ich gefunden habe, weil dann wäre es mittags um eins. Aber einige, die mich selbst nochmal angesprochen und ermutigt haben. 5. Mose 5, Vers 33. Da sagt Gott ja zum Volk Israel, auf den ganzen Weg sollt ihr gehen. Warum? Damit ihr lebt und glücklich werdet. Interessant fand ich auch aus 2. Chronik 17, Vers 6, da geht es um den König Josaphat, der in Gottes Augen viel Gutes getan hat. Jetzt mal interessant, sein Herz gewann Mut,
auf den Wegen des Herrn. Ihr Lieben, das wünsche ich uns, das wünsche ich uns allen, dass wir Mut gewinnen, immer wieder neu. Ja, das Herz gewinnt Mut auf den Wegen des Herrn. Psalm 1, der Herr kennt den Weg der Gerechten. Psalm 5, Herr, leite mich und ebne vor mir deinen Weg. Psalm 16, du wirst mir kundtun den Weg des Lebens. Psalm 32, ich will dich lehren den Weg, den du gehen sollst. Psalm 37, befiehl dem Herrn deinen Weg und vertraue auf ihn. Psalm 50, wer Dank opfert, verherrlicht mich und bahnt einen Weg. Auch in den Sprüchen, Sprüche 3, Vers 6, denke an ihn auf all deinen Wegen. So wird er dir deine Pfade ebnen. Interessant ist auch, wie das dann weitergeht. Halte dich nicht selbst für weise und verlass dich nicht auf deine Klugheit. Nein, denke an ihn und er wird deine Pfade ebnen. Sind das nicht tolle Verheißungen für unser Leben? Vor den Augen des Herrn liegen die Wege eines jeden offen und er gibt Acht auf all seine Pfade. Matthäus 3, Vers 3, bereitet den Weg des Herrn und macht gerade seine Pfade. Und in Offenbarung betet die Gemeinde im Himmel, gerecht und wahrhaftig sind deine Wege, o König. Und das Allerwichtigste, was Jesus seinen Jüngern sagte, Johannes 14, Vers 6, wir sollten es auswendig wissen. Jesus sprach zu ihnen, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Ich bin der Weg. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Martin Luther sagte einmal, ich weiß nicht den Weg, ich weiß ihn nicht, den er mich führt, aber ich kenne den, der mich führt. Und so führt Gott, der Herr, sein Volk, auch heute seine Gemeinde, dich und mich. Er führt hin und wieder in Sackgassen hinein, in ausweglose Lagen, will er aber auf besondere Weise mit seinen Kindern reden. Es ist interessant, in Josua 3, Vers 9, wir haben es gehört, sagt Josua zum Volk, herzu, hört die Worte des Herrn, eures Gottes. Und jetzt interessant, dann wird auf einmal nicht vom Hinüberkommen geredet, sondern von der alten Schuld, ihr Leben, die zuerst abgelegt werden muss und vergeben werden muss. Das meint Gott, als er seinem Volk das sagen ließ, heiligt euch, denn Gott will Wunder unter euch tun. Ich habe mir lange überlegt, dieses Wort heiligt, heiligt euch, was bedeutet es eigentlich? Ist ja ein Wort, das wir in unserem Sprachgebrauch kaum noch nutzen. Vielleicht ist es auch so in unserem Sinn ein altdeutsches Wort. Aber ich denke, es ging genau darum. Sich zu heiligen bedeutet die alte Schuld, ja. Die nicht mitnehmen ins neue Land, ablegen. Sie muss vergeben werden. Und wir wissen heute den Ort, wo das möglich ist. Durch Gebet, wir kommen unter das Kreuz Jesu. Bei Gott ist viel Vergebung. Ein lebendiger Gott ist mitten unter seinem Volk. So wie Jesus sagte, siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Ihn stören versperrte Türen nicht. Er trägt sein Volk mitten durch reißende Fluten. Das habe ich auch Simon und uns in der Leiterschaft kürzlich mal sagen müssen oder unseren Bereichsleitern. Das ist auch eine große Entlastung für uns. Manchmal denken wir vielleicht, die Last liegt auf uns und wir müssten die Gemeinde tragen. Nein, nicht wir.
müssen die Gemeinde tragen, sondern Gott trägt uns. Und er will seine Wunder durch sein Volk ausrichten. Darum gibt sein Wort nicht nur Trost, sondern auch Befehle und Kommandos. Geht, brecht auf, vorwärts. Jeder Mensch des Glaubens soll sich in dieses Abenteuer wagen. Und noch etwas ganz Bedeutendes können wir aus dem Buch Josua mitnehmen für uns. Gott lässt sein Werk nicht unvollendet. Was er sich vorgenommen hat, das wird er ausrichten. Und er erwartet von uns, dass wir uns zum Dienst gebrauchen lassen. In Vers 1 hatte ich ja eben gelesen, Josua und alle Israeliten, also diese 2 Millionen Menschen, alle machten sich auf. Alle. Ihr Lieben, stehen wir zu unserer kleinen Aufgabe und verherrlichen den Auferstandenen damit. Die lange Wüstenreise war vorüber. Das Geheimnis eines unbekannten Landes, und für uns kann ich sagen, eines unbekannten Lebens, das Glaubensleben, lag vor ihnen, wie vor jedem Gläubigen, der auf Gottes Wort hin handelt. Am Anfang des Auszugs aus Ägypten stand der Durchzug durch das Rote Meer. Nun am Ende des Auszugs musste der Jordan durchschritten werden. In der Abenddämmerung zogen die Leiter durch das Lager, ordneten an, dass alle die Bundeslade, den Kasten, diesen Holzkasten, ein Bild für die Gegenwart Gottes, im Auge behalten sollten. Und in einem gewissen Abstand ihr folgen sollten. Und Gott sagt ja, damit ihr den Weg wisst, auf den ihr gehen sollt, denn diesen Weg seid ihr bisher noch nicht gegangen. Gott schenkt uns heute seine Gegenwart durch seinen guten Heiligen Geist, von dem Jesus sagt, er ist ein Beistand, ein Tröster, und wird uns in alle Wahrheit leiten. Ich will uns hier nochmal ein Bild aufzeigen, das mir persönlich mal sehr geholfen hat, was ich sehr passend finde. Ich war ja vor viele Jahre zurück mal zu Besuch bei meinem Bruder, der in den USA, in Atlanta, für einige Jahre wohnte und arbeitete. Und eines Tages gingen wir gemeinsam an die Ostküste, also an den Atlantik, und konnten dort diese riesigen Containerschiffe beobachten, die den Atlantik überqueren. Riesige Schiffe. Und ich dachte so bei mir, ja, Kapitäne, das sind schon eindrucksvolle Führungskräfte. Sie tragen Verantwortung für Schiff, für die Ladung, für die Menschen dort. Aber sie wissen auch genau um die Grenzen ihres Könnens. Bei Einfahrt in den Hafen besteigt ein Lotse das Schiff. Man mag denken, ja, schafft es der Kapitän denn nicht? Ja, der Unkundige, der Laie, der sieht nur das spiegelglatte Wasser der Oberfläche. Aber der Lotse sieht tiefer. Er sieht die Untiefen und erkennt die Strömungen. Nur er, niemand sonst, kennt die Fahrrinne. Ein riesiges Schiff aber braucht viele Steuerungsbewegungen, um sicher anlegen zu können. Mal muss es in einem weiten Bogen gelenkt werden.
Ein andermal müssen Schiffsschrauben mit ganzer Kraft rückwärts bremsen. Ja, wir Unkundige verstehen das nicht. Aber es gäbe ein Unglück, wenn man den Lotsen ins Steuer greift. Wir hatten heute Morgen schon so einen guten Impuls. Und wir haben uns ja nicht abgesprochen. Aber genau das geht ja in diese Richtung, ja, was ich jetzt sage. Darum will der Auferstandene in deinem Leben sein. Wie ein Lotse. Es wäre höchst unklug, dem Lotsen die Kommandobrücke zu verwehren. In Römer 2 lesen wir, merkst du denn nicht, dass die Güte Gottes dich zur Umkehr leiten möchte? Das ist Gott. Im Psalm 48, Vers 15. Er ist unser Gott für alle Ewigkeit. Er führt uns. Der Lotse ist kundiger als wir. Man kann ihm trauen. Und es ist kein Risiko, sich der Führung des Allmächtigen anzuvertrauen. Darum sagt ja Josua zum Volk, seht die Lade des Herrn, eures Gottes, des Herrn der ganzen Erde. Und dann noch einmal, sagt er, wiederholt sich fast, und dann noch einmal, des Herrn der ganzen Erde. So will Gottes Güte uns in die neue Richtung. Ja, wir fragen vielleicht, ja, wohin denn, wenn ich ein Mensch des Glaubens werde? So will Gottes Güte uns in die neue Richtung, nämlich zu ihm hin leiten und führen. Jesus gebot einmal einem Mann mit gelähmtem Arm, genau das zu tun, was er nicht tun konnte, nämlich diesen Arm vorstrecken. Diesen Arm. Jesus sagte, streck den Arm vor. Und ihr Lieben, dieser Mann machte den Versuch, das Unmögliche zu tun. Und Jesus machte es möglich. Die einzige Möglichkeit, den gelähmten Arm vorzustrecken, war also, ihn vorzustrecken. Die einzige Möglichkeit, den Jordan zu durchqueren, war, ihn zu durchqueren. Josua sagte den Priestern, die Bundeslade aufzunehmen und in den Jordan zu gehen, zu einem Zeitpunkt, als der reißende Fluss über die Ufer trat. Als die Sohlen ihrer Füße die Wasser des Jordan berührten, standen sie auf trockenem Grund. Und ganz Israel durchschritt den Fluss auf einem trockenen Grund. Ich möchte langsam zum Schluss kommen. Bei Menschen ist das unmöglich. Aber bei Gott, dem Schöpfer von Himmel und Erde, sind alle Dinge möglich. Gottes Gebote sind auch Ermächtigung. Jemand sagte einmal, wenn Gott mir befiehlt, durch eine Steinmauer zu springen, wäre es meine Pflicht zu springen. Und es wäre Gottes Pflicht, die Mauer zu durchbrechen. Und Jesus sagt uns heute, siehe, ich bin alle Zeit bei euch bis an der Weltende. Er geht voran. Wir erinnern uns an das Bild der Bundeslade. Für uns, Jesus geht voran und spricht, folge mir. Und er sendet seinen Heiligen Geist, der uns sagt, das ist der Weg, da gehe. Er will uns in den kleinen und in den großen Herausforderungen des Lebens führen.
Und in Psalm 37, ja, die Schritte eines Menschen, dessen Weg ihm gefällt, werden von dem Herrn gelenkt. Ich hatte habe vier Dinge uns heute Morgen in der Hauptsache gesagt. Erstens, Gott gibt. Wir müssen nehmen. Lieben, da denke ich, oder da habe ich auch so ein bisschen dran gedacht, was ja auch nochmal so unser Wunsch ist, auch in der Gemeinde, ja, dass Mitarbeit geschieht, dass aber auch Gaben des Geistes geweckt werden, sich entfalten können. Gott gibt, er hat das alles bereit, er gibt. Aber wir müssen nehmen, wir müssen nehmen. Praktizieren, tun. Zweitens, Gott weiß einen Weg. Meine zweite Botschaft an diesem Morgen. Gott wusste damals für dieses riesige Volk einen Weg durch den Jordan hindurch. Auch für uns, für dich und mich. Gott weiß einen Weg. Für jeden und für alles. Aus der tiefsten Dunkelheit kann er den hellsten Tag machen. Drittens, Gott geht mit. Besser gesagt, Gott geht voran. Jesus sagt, ich gehe voran, ihr folgt mir, folget mir. Gott geht voran und ebnet deinen Weg. Viertens, Gott schenkt auch das Maß des Glaubens. Da bin ich mir ganz sicher, dieses riesige Volk, diese 2 Millionen Menschen, da waren ja nicht welche, die da zaghaft waren, sondern alles, das ganze Volk. Es wird so natürlich hier berichtet, als gäbe es keine Zweifel. Ja, das ganze Volk. 2 Millionen. Alle. Das ist ein Wunder. Das ist wirklich ein Wunder. Und ich glaube, Gott schenkt das Maß des Glaubens. Auch in dein Leben hinein will er es tun. Und er schenkt den Heiligen Geist, der uns führen möchte, führen, leiten. Jesus sagt ja, in alle Wahrheit. Und ohne mich könnt ihr nichts tun. Das ist so wichtig, das zu verstehen. Jetzt bin ich am Ende meiner Botschaft und möchte uns da sehr, sehr ermutigen. Wie ich anfangs sagte, dieses ganze Buch Josua, lest es durch, hört hier auch die Botschaften, die wir hier bringen dazu. Es ist ein starkes Buch der Ermutigung für deinen Glaubensweg, und Gott segne dich und mich und uns alle miteinander auf diesem Weg. Die Gemeinde ist auf einem Weg. Es mögen Hindernisse kommen, aber Gott ist mit uns.